Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojax spielt Kingdom Hearts. Ich habe einen fürchterlichen Fehler gemacht, seitdem ich mich in den Ohrensessel gesetzt habe und muss jetzt dafür die Konsequenzen tragen. Mit mir ist Renton, sag hallo. Hallo. Komm her, du kleiner Bastard. Darf ich auch mehr sagen? Nein. Nee, bitte. Bitte erzähl mir aus deinem Leben. Was ist denn da so letztens alles passiert? Nichts Besonderes. Wir haben eine Grafikkarte bei mir im PC eingebaut. Ja. Stimmt. Das ist passiert. Falls es euch interessiert, ein bisschen behind the Barojax. Behind. So, jetzt hier rein, oder? Genau. Alles klar. In der schiefen Tür von Pisa. Chat, das Wunderland. Das ist alles wunderlich. Aber es ist ganz schön crazy. Ach, Moment mal, ist das der Raum jetzt einfach umgekehrt? Ja, ja. Cool. Das meine ich mit, später hat man da halt andere Blickrichtungen. Das ist ein Mindfuck. Aber ich merke schon, Donald stirbt hier, wenn ich ihn nicht hätte. Du kannst auch gleich, nachdem du die Gegner halt besiegt hast, da weitermachen. Und jetzt müssen wir auf diese Kronleuchter. Oh Gott, ey. Wenn wir den Kampf beendet haben, klettern und etwas aktivieren. Mhm. Denn, Fatty McFatFat. Ja. Denn, Kronleuchter sollten, oder Kronleuchter sind das ja nicht. Oh Gott. Das sind ja einfach nur Leuchter, denn Leuchter sollten ja mal leuchten und ja. Deswegen solltest du auch nicht allzu viel ja, ein bisschen was haben wir ja noch. Ja, aber dennoch solltest du nicht viel benutzen, weil wir brauchen noch zweimal Feuer. Oh mein Gott, Donald ist tot! Oder besiegt. Tot in Rollenspielen gibt's ja gar nicht. Ja. Von daher ist es ja wieder ein bisschen was anderes. Okay. Was ist eigentlich die Orangenleiste? Bei den Mana? Das ist nur so ein Zwischen... Also wenn wir diese MP-Kugeln sammeln, dann bedeutet das ja nicht, dass wir sofort einen Balken mehr dazu haben, also einen MP. Mhm. Das sind halt dieser Counter, der dazwischen ist. Aber Erfahrungspunkte sind es nicht, ne? Nein, nein. Okay. Okay, dann wahrscheinlich jetzt hierher. Nee, das brauchen wir nicht. Nee? Ich dachte, wir müssen jetzt darüber. Ja, ja. Das setzt aber auch von unten halt. Achso, okay. Hi, berühren. Na doch nicht, ja. Dann habe ich dir das falsch erzählt. Tut mir leid. Gar kein Problem. Ich weiß, dass du mich ständig anlügst. Ja, das gibt dich gerne an. Ja. Ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Welches Licht nur? Okay. Und na, habt ihr gedacht, ich dachte, ich würde jetzt die Springpassage wieder verkacken, aber nein. Oh. Gleich seht ihr Schatten. Okay, Herr Knauf. Ja, das ist der gute, das der, das ist der, das, der, die, das, Tür. Da ist er. Nee, nein. Moment. Da müsste er sein. Genau. Er ist gar nicht animiert aus dieser Perspektive. Mensch, ihr faulen Programmierer, ne? Das habe ich jetzt, Ja, aber man sieht den ja auch, der macht ja nur eigentlich den Mund auf und zu. Ja, klar. Also im Grunde genommen siehst du das ja, kannst du das gar nicht von dem blicken. Bin klar sehen. Und wir müssen nicht zurücklaufen, sondern es gibt noch eine extra Tür. Die ist da. Ach, da. Ui. Auslösen, denn da kommen wir zum Herztribunal. Genau, und da können wir wahrscheinlich jetzt die restlichen Items aufsammeln. Oder? Ja. Ja. Mann, da hat sich wohl einer hier, der Game Designer, wirklich... Und schwenk mal nach rechts. Gucken. Da kommen wir auch erst hin, wenn wir eine andere Fähigkeit haben. Okay. Fliegen oder was? Also so ein Sprung. Ich meine, ja, nee, ich glaube, wir kommen dadurch, wenn wir durch die Räume uns wursteln. Okay. Weil wir haben ja noch vier andere Wände, wo wir, oder drei, oder zwei andere Wände, wo wir uns auch auffinden können. Okay. Und jetzt haben wir den Schatten aktiviert. Und dieser Schatten, der wird's wohl verdenken. Macht ja immer noch nichts. Was wird wohl der Schatten sein? Ein Endboss? Mehr Herzlose, diese großen. Ja. Ja, ja, manche. Und zwar, genau. Die Schatten sollten bald hier sein. Ist der jetzt böse oder ist er einfach nur wahnsinnig? Der ist einfach... das ist halt die verrückte Katze. Wahnsinnig. Hat wahrscheinlich hier, wie heißt das? Tollwut? Nee. Der ist halt so zwischen den drei. Sagen wir es mal so. Ja, und jetzt sieht man wieder die andere Farbgebung. Ja, wollte ich gerade sagen. Er war nicht so pinky-mäßig drauf. Der war ja so rot und schwarz angehaucht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde. So. Ein bisschen Feuer. Nein! Nicht?
Okay. Du hast den tendenziell... Das wollte ich dir gerade erklären. Okay. Gut. Okay. Gut, dass wir dich haben fürs Fettnäpfchen treten, weil du hast ihn einfach verstärkt. Cool. Ich meine, ich mag ja eine richtige Herausforderung. Ja. Deswegen wusste ich das. Wir haben natürlich noch nicht mal gespeichert. Das wird auf jeden Fall spaßig. Viel Spaß dabei. Denn ja, wir haben... denn du solltest jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass er dich nicht mit seinem Feuerarm trifft. Okay. Ich glaube, wir haben noch eine High Potion, die sollten wir uns gut einteilen. Eine ja, ausgewählt, ne? Ja, ja, wir haben noch eine im Inventar. Wie töte ich ihn denn? Am besten immer von dem Tisch, aber jetzt erstmal ein bisschen beiseite, denn wenn er seine Feuerfackeln hat, dann ist nicht mit ihm kurz gut Kirschen essen. Du könntest die auch, glaube ich, löschen, indem du mit dem Eis da agierst. Wir mal aus. Aber du musst halt vom guck mal, ganz schön Aua gemacht. Ja, jetzt. Oh. Ansonsten halt vom Tisch bringen und versuchen nicht, also wie gesagt, die Fackelhand, die macht halt ordentlich Aua. Ja, geht die irgendwann wieder aus, oder? Ja. Also jetzt bisschen von Natur aus? Ja. Okay, dauert halt nur einen Tag. Ein Tag dauert es. Es wird wahrscheinlich auch, der entzündet die sich beim Herd auch selber. Ah, okay. Ist so ein bisschen die Mechanik. Aber der hält es doch gar nicht an. Ja, trotzdem. Ja. Mensch, jetzt ist Goofy auch schon wieder tot. Also die Mitleute sind natürlich auch echt... Ja, im Moment ist es ein bisschen blöd, denn eine tendenziell wichtige Fähigkeit haben wir leider noch nicht. Das Blitzezaubern? Genau. Nein, nicht Blitzezaubern, sondern die Heilfähigkeit. So können wir dann halt Donald ein bisschen defensiv dann einsetzen und sagen, hier Donald, mach mal nicht hier den Tank. Mhm. Dafür haben wir Goofy, sondern heil den guten Goofy. Mhm. Und ja. Aber Goofy ist jetzt auch nicht wirklich ein Tank. Ich meine, der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Also ja, klar, Goofy ist jetzt gerade tot, aber... Generell machst du am meisten eh hinterher. Aber du kannst die halt viele... Also die bringen dir schon was, weil die einfach draufknüppeln. Ja. Und du dann halt Bosse hast, die halt tendenziell, wo die... Oder halt wirklich nur draufknüppeln muss, dann... pass mal auf, geh mal ein bisschen auf Seite. Ich glaube, macht er gerade was? Weiß nicht. Ja, Donald ist jetzt tot. Doch. Ah, fuck. Das hab ich gerade nicht getroffen. Du hast aber eine Möglichkeit, am besten vom Tisch aus auf den halt drauf. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, denn du... Ah, der hat den Tisch jetzt kaputt gemacht, ne? Den Stuhl. Den Stuhl, Mann, hier. Und das ist auch eine Bossfähigkeit. Mhm. Den Stuhl kaputt machen. Ja. Man muss halt jetzt versuchen halt... Schlimmer ist, wenn er den Tisch kaputt macht. Du könntest mal versuchen, wenn du jetzt nochmal auf den Tisch kommst, anvisieren und du hast ja jetzt wieder zwei blaue Balken. Mhm. Einfach mal... Ein bisschen Eis zaubern. Genau. Halt nicht Spam, sondern... Ha. Muss schon ein bisschen näher trauen. Ja. Ja, ich wollte nicht zu nah, damit er mich nicht direkt trifft, aber es ist wohl egal gewesen mit seinen komischen Armen. Ich meine, wie sieht der überhaupt aus, ey? Ist ja wirklich ganz schön ein konfuser Kerl hier. Ah, fuck you, ey. Willst du mich doch verarschen. Jetzt müssen wir versuchen, ein bisschen über den Stuhl dran zu kommen. Ha. Aber es läuft ja eigentlich ganz gut. Gerade wenn ich ja, das mal hier so schwer. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller, da musst du schon ein bisschen aufpassen, aber hey, ich habe Dark Souls durchgespielt, hallo. Ja, also wenn du ich kannst ja mit Bosskämpfen auskennen. Du kannst ja auch noch mit Viereck rollen. Wusstest du das oder hatte ich dir das ja doch, das wusste ich. Ah ja, jetzt musst du nämlich richtig aufpassen, denn der hat beide Fackeln an. Okay. Und so schwieriger. Beide Fackeln am Brennen. Ja. Okay, er macht die Sache. Ich meine, Alter Schwede, okay. Alter, das meine ich. Kann ich einfach abhauen? Nein. Scheiße. Na. Naja, gut. Weiterspielen. Dann sehen wir hinterher auch, wie viel, glaube ich, wir gestorben sind. Das ist das erste Mal, dass wir gestorben sind. Ne? Ich glaube, wir sollten so einen Counter einfügen. Wie oft bin ich gestorben und wie oft du? Ja, wenn ich jetzt bei den schwierigen Parts spiele, ist natürlich klar, wie oft ich sterbe und wie oft du. Soll ich nochmal versuchen? Von mir aus gerne. Guten Brandon am Pad. Genau, und jetzt machen wir nämlich mal. Ich weiß, dass jetzt. Jetzt ist mal verbessern, unfair, ne? Bisschen unfair, aber. Ja. Nee, ist schon in Ordnung, Hauptsache wir schaffen es. So mega. Wir hatten sogar welche dabei, wir hätten auch Potions mal noch ein bisschen. Fuck, stimmt. Ich habe da auch aber selbst gar nicht gedacht. Egal. So. Cool, dass die Katze uns nicht anguckt.
Warum können wir nicht einfach den großen Trank nehmen und einfach das Vieh zerquetschen? Das war ja vorgedacht, deswegen so schnell kannst du nicht agieren. Schade eigentlich. Oder willst du nochmal? Nee, mach du. Also du hast jetzt deine Chance, die Schmach auch... Ja gut, ich meine, mein Schmach hat begonnen, als ich seine Fackeln angezündet habe, von daher. Ja, das war ja... Das kann ja jedem mal passieren. Ja, natürlich. Also man hat Kingdom Hearts 25 mal durchgespielt, so wie du. Ich hab's auch nur ein, zwei Mal. Ein, zwei Mal ist schon ein, zwei Mal mehr als ich. Ha, hatten wir eigentlich schon immer drei Mana-Balken oder sind die jetzt gerade neu dazu? Nee, die hatten wir schon mal. Die haben es ihn erwischt. Aber es ist auch fies, dass er direkt zwei Lebensbalken hat. Ja, wird halt ein bisschen schwieriger. Ja, klar. Ich find's immer so ein bisschen unmotivierend, wenn man halt mehrere Lebensbalken hat. Anstatt einen langen, ich weiß auch nicht, das ist glaube ich einfach nur so eine psychologische Sache bei mir. Aber ich denke mir dann, okay, dann muss ich die Arbeit jetzt zweimal machen, anstatt dass ich halt einen langen. Oh, der Tisch steht. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Aber es ist echt blöd, dass du den nicht halt mit Feuer irgendwie attackieren kannst. Von weitem. Du siehst ja auch von unten. Ha. Da warst du schon ein bisschen besser dran. Aber... Ja gut, du kannst ja eine Potion jetzt einsetzen. Hättest du eben auch machen können. Ja, aber jetzt wissen wir ja, dass wir Potions haben. Ja, ich hab dir eben noch gesagt, wir müssen mal mindestens nur eine High Potion haben. Ja, stimmt eigentlich auch. So, das war schon... Hauptsache der Knauf, der einfach die ganze Zeit das Schild in der Ecke und dann so, oh, nothing suspicious here. Huh? Müsstest du jetzt eigentlich Donald wiederbeleben mit einem Elixier oder reicht da auch eine Potion aus? Das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht oft gemacht. Also. Ja, da holt sich glaube ich auch nicht, weil die stehen auch von alleine wieder auf. So. Und schnell drauf. Ich frage mich nur, warum sie jetzt quasi das Gegnerdesign in dem Final Mix, warum sie das jetzt nochmal geändert haben, weil das war ja am Anfang ein bisschen düsterer. Ob das wohl zu düster für manche Kinder war? Ja, es ist halt, das wurde halt ja von der japanischen Version halt abgekupfert. Die japanische Version war immer so bunt. Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall der Final Mix kam ja erst in Japan. Ja, klar. Ja, jetzt. Aber die Füße zu attackieren bringt auch rein gar nichts, ne? Nee, leider nicht. Ja, schade. Das Wichtige ist halt wirklich, das Eis für hinten, also die Eiszauber eigentlich weit hinten ein bisschen zu... Also weiter später im Kampf einzusetzen, damit man dann die Mana dafür hat. Denn dann kannst du wirklich, glaube ich, diese Fackeln auch löschen damit. Ah, cool. Und das ist auch tendenziell... Aber war auch geil, dass mein erster Move direkt war, ach, ich verstärke meinen Gegner, warum nicht? Hier, nimm Feuer. Auf Anhieb weißt du das ja. Die Schläger, nicht. Die du hast, wolltest du die nicht noch anzünden, bevor du mir auf den Kopf haust? Ich meine, waren ja nur so. Der masochistischste Sora, den wir jemals gesehen haben. Los. Also sieht schon witzig aus eigentlich. Also ich glaube, den kann so keiner auch ernst nehmen. So seinen goofy Arm so. Blub blub. Ah, und er hat es getan. Er hat es schon wieder getan. Okay, ja. jetzt zündet er seinen Kram an. Und da wächst ein Stuhl aus dem Boden, ein Tisch aus dem Boden. Aber die kannst du auch wirklich, ich weiß nicht, ob du die auswählen kannst, oder du musst halt wirklich rollen. Ja. Ja. Einfach auch, hier rollen, spam die ganze Zeit und klappt schon. Oder auch nicht. Wenn ich dagegen rollen. Na? Na? Was ist besser als ich oder nicht? Ah! Okay, nice! Okay, wollen wir heute die Folge ein bisschen länger machen? Ich probiere es noch einmal. Ja, machen wir. Okay. Willkommen zu Barojax Folge, weiß nicht, was ist das, 10 oder so? Extra Large Edition. Denn wir wollen den komischen Trompetenmann aufs Maul hauen. Ja, Katze, wir kennen dich. Ansprechen. Ja, komm. Wir hätten... Jetzt haben wir ein Problem, denn wir haben die eine Potion, die ich eingesetzt habe, haben wir nämlich raus. Ja gut, aber wir hatten ja so viele Potions. Ja, die werden ja nicht automatisch wieder dazu gemacht.
Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Das hätte ich dir auch sagen sollen. Ja, ist wurscht. Ich meine, wir können ja... Ne, okay. Eben, das ist... Ja. Wir können nicht gehen. Muss halt ein bisschen... Aber du hast es ja eben nicht schlecht, gar nicht mal so verkehrt gemacht. Hauptsache, du machst mir erstmal hier ein schlechtes Gewissen. Ich komme mir so vor, als ob ich der absolute Mega-Noob wäre. Und dann so, ja, aber jetzt so, ja, das war ja gar nicht so schlecht. Da war ja dann doch härter als gedacht. Ach, ja, ja. Nein, ist in Ordnung. Come on, come on. Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die. Entschuldigung, ich war gerade wieder im Dope-Modus. Nee, nee. Kennst du Dope, die Band? Nee. Nee? Schade. Also ich kenne das Lied, aber... Das ist eine sehr aggressive Metal-Band, die leider gar nicht so gute Musik macht, aber trotzdem, so ein paar Lieder sind dann doch schon ikonisch. Oh, fuck you. Aber komm, seine Schläge bringen ja fast gar nichts. Ja, deswegen, das ist halt, Das ist halt wirklich nur, wenn du die halt anzündest, dann wird's halt kritischer. Ja. Ach, da sind Lebens. Und da du es direkt am Anfang schon gemacht hast, naja. Ja, war nicht so, war nicht das Cleverste, was ich im Leben gemacht habe. Ich geb's jetzt zu. Ach komm schon. Moment, hier ging's auch hoch. Von hier aus kann man doch gewiss auch attackieren. Ja. Wenn man mit der Kamera drehen könnte. Wow. Alter. Na? Volle Konzentration. Jetzt schaffst du es aber. Go, go, go! Hatte ich eigentlich die ganze Zeit... Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit nicht anvisiert? Ja, komm. Sehr stark, Goofy. Ich bin stolz auf dich, Goofy. Goofy, bist ein braver Junge. So, und jetzt wird der wahrscheinlich wieder... Ja. Richtung, Dinges gehen. Jetzt musst du halt wirklich aufpassen. Mhm. So weit wie möglich weg und rollen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt macht, wenn ich nah an ihm stehe, weißt du? Ja, kannst ja noch ein bisschen versuchen, den abzulenken, aber tendenziell... Ja, jetzt geht er nämlich drauf. Jetzt hast du gehört, jetzt... Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Mechaniken ganz... Alter, genau. Okay. Das ist irgendwie... Bisschen besser. Ich bin mal so frei. Ja. Lieber mal hier auf Nummer safe gehen. Alter, okay, spring ich ihm sofort in die Fackel rein, ey. Ah. Achso. Ja, kannst du ruhig einsetzen. Jetzt im Moment würde das wirklich gut helfen. Sehr cool. Ah, fuck you. Achso, ich muss vielleicht ein bisschen... Am rollen. Besten einfach warten, bis wirklich... ich glaube nicht, dass die weiter ausgehen. Ja, aber weiter weg. Aber die, die Sache ist, dass du vom Tisch her aus besser drankommst und du musst halt einfach kurz mal ein bisschen warten, mal ein bisschen um ihn rumtänzeln, dass er nicht jetzt gerade im Moment den AOE gemacht, aber wenigstens, dass der Tisch gleich... ja, okay, er liegt. Ja. Deswegen war es auch gar nicht mal so schlecht, dass du die... Dass du den guten... das gute Mega-Potion eingesetzt hast. Ich muss wieder sagen. Ja, Achtung. Alter, wie soll ich der denn ausweichen? Am besten vielleicht entgegenrollen. Oder sich hinter den Stuhl verstecken, das war auch nicht schlecht. Na, jetzt macht er wieder sein. Ja, aber jetzt ist der Tisch wieder da. Das ist schon mal ein Vorteil. Okay, schnell weg hier. Achtung, Achtung, Achtung. So ein bisschen... Ja. Aber was hat der denn auch... Alter Schwede, ey. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Wir haben noch eine Hype Potion. Los, 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 los! Oder eine Potion. Die hilft auch schon gut. Ja. Gut. Alles, was mir Leben bringt. Ja. Ach, fuck you, du Bastard. Aber der Stuhl steht noch. Hm? Hm? Ich dachte, der hat Dark Souls gespielt. Mann, das muss doch... Das ist doch hier... Ja, du vergisst aber, dass Dark Souls ein gutes Spiel ist. Ha, ha, ha. Dingens ist auch ein gutes Spiel. Dingens? Ja, Kingdom Hearts Dings. Ah, oh, oh, oh. Geht drauf, solange wie der noch die Mechanik... Nee, nicht. Da kommst du kommst nicht dran, du kommst nicht dran. Pass auf, guck lieber drauf. Jetzt versuch nochmal.
Pass auf. Ah. Pass auf. Er hat doch nur noch ein Fitzelchen, das gibt's doch nicht. Goofy, wo bist du? Wieso machst du nichts? Hilf uns! Aber nicht schlecht. Also, irgendwie macht er jetzt nicht diese... Ich glaube, er macht auch wirklich nur die weit weg Attacke, wenn man weit weg auch steht. Ja, vielleicht. Nee, jetzt macht er den ja auch. Aber vielleicht kriegen wir sie gemeinsam jetzt. Ah, fuck, 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 fuck. Go, 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 go. Und Donald... Ich habe auch keine Items mehr. Jetzt läuft er aber. Vielleicht, wenn du jetzt vom Tisch aus mal versuchst. Weit, weit, lauf. Bisschen weiter weg. Und jetzt vom Tisch nochmal. Versuch nochmal vom Tisch. So eine Angriffskombo. Jetzt, 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 los. Jawohl! Wir haben es geschafft. Nice, geil. Ach, wow. Herrlich. Ich wünsche Sie damit. Dankeschön, wir haben Dankeschön. Ihren ersten Boss hier gelegt. Applaus, Applaus. Geil. Oh, ich habe das Patty auf den Tisch gelegt. Hoffentlich war es jetzt nicht zu laut. Ach Gott, herrlich. Du dumme Fratzenfigur. Fick. Fuck you, du bist tot, ey. Sehr schön. Mein Herz, gib's mir zurück. Nein, ist nicht dein Herz. Wäre aber cool, wenn du jetzt einfach zu so einem Herzensjäger, dass man sich selbst zum Herzensjäger wird. Das wäre echt geil. Oder das Lied plötzlich anfängt zu spielen von Herbert Grönemeyer. Gib mir mein. Oh Gott. Mein. Herbert Grönemeyer. Ja. Ja, Entschuldigung, fucking Türknauf, dass wir dich gestört haben, ey. Aber jetzt... gibt einen Twist. Das Schlüsselloch ist Welt. Ein Schlüsselloch. Wow. Der Welt. Denn unsere Aufgabe besteht dahin, die einzelnen Schlüssellöcher der Welt Ach, wir sind jetzt hier durch mit der Welt, oder was? Genau. Alter, wie geil. Und jetzt wird... Also, solange wir jetzt hier noch uns befinden, haben wir erstmal keine Angst vor den Herzlosen, denn sie sind nicht mehr da. Cool. Navigumini. Wow. Hinterher werden sie wieder da sein. Mann, da haben wir ja Alice im Wunderland hier schon durchgezockt. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit der Schatten in die Dunkelheit. Nein. Zum Glück. Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen. Okay. Dude. Tendenziell würden wir jetzt auch zurückreisen, aber... Aber? Aber. Aber? Erstmal speichern. Erstmal speichern, den genau. Erfolg wollen wir uns sichern. Aber es gibt hier noch so ein, zwei Sachen, die wir noch... ich weiß nicht, wollen wir den guten Leuten auch zeigen... Ich glaube, das machen wir lieber auf Kamera, oder? Das haben wir in Traverse Town ja eigentlich auch gemacht. Ja. Oder ist es viel, was wir machen müssen? Ja, es sind noch so ein, zwei Seiten, die wir... Da müssen wir dann Bücher runterschubsen und ach so, sowas. Okay. Das sind halt so kleine Kniffe. Ja, ach, wir machen das mal off-camera. Wir wollen okay. Ja hauptsächlich euch die Story hier zeigen und krasse Bosse legen wie gerade. Und ja, in diesem Sinne, wir schauen uns hier noch ein bisschen um und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann mit dem Gummijet in eine andere Welt reisen, um noch ein paar andere Leute zu finden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Haro und Ranton. Ciao. Ciao.